Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Der Bundestag ist noch in Ferien, aber es ist gewaltig schon was los, denn die Kandidaten für den neuen Bundestag, der im September nächsten Jahres, also mehr als in einem Jahr gewählt werden, die werden nämlich jetzt schon ausgesucht und zum Teil gewählt. Das zieht sich hin bis Dezember, aber es gibt einen besonderen Wahlkreis in Berlin und ich freue mich deswegen auch ganz besonders, den jetzigen Inhaber dieses Wahlkreises, Klaus-Dieter Köhler, begrüßen zu dürfen von der CDU. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank und guten Abend. Denn Ihr Wahlkreis oder Ihre Kandidatin oder Ihr Kandidat ist ein ganz besonderer oder eine ganz besondere. Noch steht es nicht fest. Entweder ist die Staatssekretärin Schäbli, die arbeitet beim regierenden Bürgermeister und die möchte gerne den Herrn Müller dort nicht haben. Der will nämlich auch dort kandidieren. Also Sie können sich jetzt aussuchen, hätten Sie lieber Frau Schäbli lieber oder den regierenden Bürgermeister, der das dann ja nicht mehr ist. Ach, wissen Sie, Herr Dr. Brinkmann, mir persönlich ist das völlig egal. Sie haben natürlich recht. Es ist ein, da sehe ich doch einen gewissen Schalk in Ihren Augenblitzen. Ein besonderer Wahlkreis, in der Tat. Ja. Ich glaube, es ist der schönste Wahlkreis Deutschlands. Das sagt allerdings jeder Abgeordnete von seinem. Nein, aber Spaß beiseite. Ich habe diesen Wahlkreis zweimal gewonnen. Direkt? Zweimal direkt gewonnen, 13 und 17. Und wenn meine Partei mich wieder aufstellt, dann will ich wieder alles daran setzen, auch zum dritten Mal diesen Wahlkreis direkt zu gewinnen. Und wieder das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Ja, und wen hätten Sie denn lieber? Eine Frau oder einen Mann? Den Regierenden? Der Ex, vielleicht ist er am 21. September nächsten Jahres noch Bürgermeister, aber er kandidiert ja nicht mehr dafür, aber vielleicht ist er dann ja noch im Amt. Oder seine Staatssekretärin? Schauen Sie mal, das habe ich nicht zu entscheiden. Das muss jetzt die SPD Schottenburg-Wilmersdorf mit sich ausmachen. Aber wirklich nochmal, mir ist es egal. Ich kämpfe um jede Stimme, egal wer der Mitbewerber ist. Und ich sage immer, ich will ja nicht allen gefallen, sondern meinen Wählerinnen und Wählern in erster Linie. Und darum werde ich mich kümmern. Ja, und wenn Sie dann Frau Schäbli aus dem Rennen werfen, dann ist der Sieg besonders schön. Der ist, wenn ich Michael Müller aus dem Rennen werfe, ganz genauso schön. Ja, Hauptsache, ich gewinne den Wahlkreis wieder. Warum werden denn jetzt schon, das ist ja ein Jahr plus Monate, wir haben ja nächsten Monat erst ein Jahr noch dazwischen. Warum werden denn die Kandidaten jetzt schon aufgestellt, ein Jahr vorher? Ja, zum einen müssen Sie ja sehen, es muss ja, wenn in den Wahlkreisen die Kandidaten ausgesucht worden sind, muss ja noch eine Landesliste gemacht werden. Das heißt, Sie brauchen nochmal einen Entscheidungsschritt. Das zieht sich über ein paar Wochen hin. Und zum anderen geht es natürlich auch immer ein Stück weit darum, dass der Kandidat sich dann auf seinen Wahlkampf vorbereiten kann. Aber mir ist auch wichtig, Sie betonen das ja gerade, es sind noch 13 Monate bis zur Bundestagswahl und wir sollten nicht von heute an in einen Wahlkampfmodus verfallen. Wir haben noch viele, viele Aufgaben zu bewältigen. Es macht aus meiner Sicht jetzt keinen Sinn, schon ständig auf den Wahlterminen zu schielen und alles nur auch daran auszurichten. Und Sie haben noch gar keinen Spitzenkandidaten von der CDU. Ja, das, ich sage hier, wir sollten auch nicht in Hektik verfallen. Sie wissen, der frühe Wurm kann auch vom Vogel gefangen werden. Also insofern würde ich einfach mal vorschlagen, in Ruhe Sacharbeit machen und dann wirklich einen sehr kurzen, sehr exakten Wahlkampf führen, aber jetzt nicht die 13 Monate tatsächlich in einen Wahlkampfmodus verfallen. Aber es scheint ja so, dass Herr Wegner, Kai Wegner, auch Bundestagsabgeordneter, wenn er sich entscheidet, für Berlin zu kandidieren, der kandidiert dann nicht mehr für den Bundestag. Eins geht natürlich nur, man kandidiert entweder als Spitzenkandidat um das Amt des regierenden Bürgermeisters oder für den Bundestag. Und dementsprechend werden da sicherlich auch Entscheidungen zu fallen haben. Ja. Und wenn Herr Wegner sich für den Bundestag entscheidet, wer wird denn dann Spitzenkandidat der CDU in Berlin? Oh, ich habe heute Morgen nicht in meine Glaskugel geguckt, bevor ich hergekommen bin. Die steht bin. Doch hier. Sie werden auch verstehen, dass ich sowas nicht vor laufenden Kameras ausbreite. Das werden dann die Parteigremien in aller Ruhe zu entscheiden haben. Aber ich kann Ihnen empfehlen, warten Sie es einfach in Ruhe ab. In den nächsten Wochen werden sicherlich Entscheidungen getroffen. Naja, es wird ja spannend für Berlin, nicht? Ihren Wahlkreis haben wir ja schon beobachtet. Das ist für den Bundestag. Und dann geht es natürlich in Berlin. Genauso. Wer tritt da an? Herr Saleh oder Frau Giffey? Genau.
Es geht um die Frage, wer wird stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus, wer stellt den regierenden Bürgermeister, und es geht natürlich auch in den 12 Bezirksverordnetenversammlungen darum, wer hat die Nase dort vorn. Ich finde es auch immer ganz wichtig, die Kommunalpolitik nicht völlig außer Acht zu lassen. Viele Entscheidungen fallen ja auch in den Bezirken, und die Wählerinnen und Wähler sollten auch sehr intensiv darauf achten, welche Konstellationen bisher dort an der Macht waren und was sie eigentlich in Zukunft wollen. Also dass Charlottenburg-Wilmersdorf rot-rot-grün regiert wird, das wissen ja die wenigsten, dass die Linken sich in einer Unterstützungsgemeinschaft mit der SPD und Grünen befinden, dass in einem, wie es immer so schön im Tagesspiegel heißt, traditionell bürgerlichen Westbezirk. Ja, Stamm-CDU. Ja, Sie waren auch mal Bezirksstadtrat hier, nicht? Ich war mal auch Vizebürgermeister, genau, und habe meine Partei auch zur stärksten Fraktion gemacht. Ja. Und trotzdem haben dann Rot-Grün sich damals zusammengefunden, weil die zusammen stärker waren. Also da sollten die Wähler auch immer darauf achten, welche Konstellationen vor Ort da an der Macht sind. Naja, wird ja alles spannend. Ab Januar haben wir wahrscheinlich auch ganz neue Umfragezahlen, weil der Merkel-Bonus dann weg ist und es gibt einen Kandidaten der CDU, also auf den mal sich dann alles zuspitzen wird. Also ich glaube, dass die Bundeskanzlerin ja auch noch heute in einem Jahr im Amt sein wird, nämlich bis zur Bundestagswahl. Na, ich sprach vom Bonus. Ja, ja, und der Bonus wird weiterhin erhalten bleiben, weil die Wählerinnen und Wähler wissen, dass die Politik, die die Kanzlerin gemacht hat, Politik der CDU-CSU ist, und insofern sollte man das auch nicht auseinander dividieren. Aber Sie haben ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kandidaten sind es jetzt? Röttgen, Merz, Laschet, Spahn? Jetzt zählen Sie zu viel auf. Also im Moment geht es hier um den Bundesvorsitz und da sind es drei. Da sind es drei. Söder fehlt noch. Ja, aber der wird nicht Vorsitzender der CDU. Der ist immer wieder im Gespräch als Kanzlerkandidat. Aber vielleicht sollten wir auch einfach da mal ein bisschen Dampf rausnehmen. Wie gesagt, in 13 Monaten wählen wir. Und wissen Sie, ich wehre mich auch deshalb dagegen. Wir haben diesmal unwahrscheinlich lange Koalitionsverhandlungen gehabt, bis tatsächlich die Regierung stand. Und wenn man dann 13 Monate vor der Wahl schon wieder mit dem Wahlkampf anfängt, dann schrumpft eigentlich die Zeit, wo Sie nicht Koalitionsverhandlungen und nicht Wahlkampf haben, letztlich auf 2 Jahre zusammen. Das kann doch nicht richtig sein, dass man von 4 Jahren Legislaturperiode eigentlich nur 2 Jahre Sacharbeit macht. Ich will das Thema auch beenden, deswegen letzte Frage dazu. Wie juckt es denn in Ihren Fingern? Sie können sich ja nicht aussuchen, ob jetzt Müller oder Schäbli, nein, aber einer von den beiden wird gegen Sie antreten. Juckt das denn, das so ganz besonders zwischen den Fingern? Nein. Das ist ja ungewöhnlich. Nö, nein. Das ist Routine für Sie. Sie wollen siegen? Na, schauen Sie mal, ich hatte ja auch letztes Mal schon einen Kandidaten, wo viele gesagt haben, das ist ja ein Hype und so. Also der hieß Tim Renner, war Kulturstaatssekretär. Das hat trotzdem geklappt. Ja. Der jetzt übrigens wieder kandidieren will. Der kandidiert wohl in Neukölln, wie ich höre. Alle guten Wünsche. Aber das juckt nicht besonders in den Fingern. Man hat seine Idee, was man im Wahlkampf machen will. Aber ich glaube, die Wählerinnen und Wähler werden auch merken, dass ich ja auch in den 3 Jahren außerhalb des Wahlkampfs sehr, sehr aktiv im Wahlkreis war, für sie da war, Bürgersprechstunden gemacht habe, Termine, Veranstaltungen gemacht habe. Und ein schönes Café. Ein Wahlkreiskaffee habe, genau. 2 haben Sie davon. Ja, und legendär ist hier inzwischen auch schon, dass ich meine Bürgersprechstunden immer mit Grillen verbinde. Und wie war das noch? Kaffee gibt es umsonst? Nur Kaffee gibt es umsonst? Nein, Kuchen muss auch nicht bezahlt werden, nur eine Spende an eine soziale Einrichtung. Ja. Wird nicht. Gut, das haben wir jetzt noch gesagt. Und die beiden Bürgerbüros sind wo? Meins ist in der Zähringer Straße. Und das, was ich inzwischen an meinen Kollegen Statzkowski aus dem Abgeordnetenhaus weitergegeben habe, ist in der Friedrichsdorfer Straße, aber auch das ist ein Bürgerbüro. Also sehr aktiver Politiker, Klaus-Dieter Röhler, kann man nur sagen. Und das will er eigentlich auch weitermachen. Ja, ich würde ja auch gerne weiter zu Ihnen kommen. Und wenn ich nicht mehr Bundestagsabgeordneter bin, dann ist diese Sie Chance. Auch noch einen als Kommentator. Okay, als kleine Wiedergutmachung. Ja. Die sitzungsfreien Wochen, so heißt das ja, sind nächste Woche zu Ende oder übernächste Woche? Für uns als Haushälter sind sie schon etwas früher zu Ende, in der nächsten Woche. Und die eigentliche Sitzung beginnt dann in der 2. Septemberwoche. Muss sich denn der Bundestag eigentlich auch jetzt außenpolitisch ein bisschen stärker engagieren, wenn ich so nach Weißrussland gucke? Da passiert was ja bedrohlich. Da wird enorm Gewalt angewendet, eine typische Wahlfälschung. Mich erinnert das immer so an den Mai 89. Ja, da begann das Ende der DDR mit der Fälschung. Passiert das auch, müssen wir uns da nicht stärker politisch engagieren, unterstützen, teilhaftig, teilnehmend werden, wie auch immer ich das ausdrücken will. Was können wir da überhaupt machen?
Ich bin da völlig bei Ihnen, Herr Dr. Brinkmann. Wenn Sie mal schauen, Paris ist genauso weit von Berlin weg wie Minsk. Aber wir nehmen gar nicht so wirklich wahr, was in Belarus oder wie man früher eigentlich sagte, Weißrussland, passiert. Weil das ist irgendwie für uns, ja, das ist so im Osten. Und ich hoffe ja, Sie haben recht, dass es wirklich erinnert an die Situation Mai 89, weil das war auch der Anfang vom Ende. Ich würde mir wünschen, wenn die vorletzte Diktatur in Europa, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, tatsächlich zusammenbricht und wenn es dort Neuwahlen und ein freiheitlich-demokratisches System gibt. Und ich finde, wir sollten auch außenpolitisch uns da viel mehr engagieren. Nicht durch Einmischung, das kann man so aus meiner Sicht nicht machen. Aber es wäre zum Beispiel schon ein sehr, sehr ordentliches Zeichen, wenn mal alle EU-Botschafter, wenn alle EU-Außenminister gleichzeitig den belarussischen Botschafter, sagen wir mal Dienstag 12 Uhr, ins Außenministerium einbestellen und ihm alle 26 gleichzeitig sagen, so geht das nicht und diese Menschenrechtsverletzungen, die werden wir uns merken und die sehen wir. Und ich finde es auch wichtig, dass die Verletzungen, die dort stattfinden, auch dokumentiert werden, um später einer neuen belarussischen Regierung dann die Möglichkeit zu geben, tatsächlich sowas zu verfolgen. So wie das übrigens nach dem Zusammenbruch in der DDR ja auch der Fall war. Ja, da haben wir ein Salzgitter-Register gehabt, das hat das alles schön registriert. Ja, die Sozialdemokraten waren damals allerdings vor dem Fall der Mauer immer der Auffassung, dieses Zentralregister muss abgeschafft werden. Ja. Das wäre ein großer Fehler gewesen. Weil die DDR ja damals für die Sozialdemokraten auch ein total souveräner Staat war, mit großen Freiheitsrechten. Genau, dessen Staatsbürgerschaft sie auch anerkennen wollten und damit unterschiedliche Deutsche schaffen wollten. Ich kann mich erinnern. Ja. Gut, dass es nicht passiert ist. So feiern wir am 3. Oktober 30 Jahre Einheit, sonst werden wir wahrscheinlich immer noch darauf warten. Genau. Also, Bundestag fängt wieder an in 2 Wochen. Ja, Belarus muss man sich stärker engagieren. Das haben wir jetzt getan, zumindest hier. Wir werden gleich mal reden nach einer kurzen Werbepause, die wir jetzt gleich machen. Über das, was der Bundestag als nächstes vorhat. Alle warten auf das Mietengesetz, was da passiert. Darüber reden wir nach der kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Wir haben noch 2 Wochen Ferien im Bundestag, aber dennoch bereiten sich alle darauf vor. Und zu Gast bei mir ist Klaus-Dieter Köhler. Und wir haben eben schon gesprochen bei der nächsten Bundestagswahl, die in 13 Monaten stattfindet, hat er wahrscheinlich interessante Gegenkandidaten. Nein, er hat sie mit Sicherheit, nur wir wissen noch nicht wen. Die Staatssekretärin Schäbli oder den regierenden Bürgermeister. Haben wir darüber gesprochen? Jetzt reden wir mal über das, was kommt. Was passiert denn nun mit den Mietengesetzen? Wollten Sie nicht als CDU eine Klage einreichen? Haben Sie das inzwischen gemacht? Die Klage beim Bundesverfassungsgericht ist eingereicht worden gegen den sogenannten Mietendeckel hier in Berlin. Und ich bin gespannt, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagen wird, weil nach wie vor, ich treffe ja immer Bürgerinnen und Bürger, die mir auch sagen, ach, eigentlich ist ja dieser Mietendeckel ganz schön. Und wenn ich denen dann sage, ja, kriegt keine Mieterhöhung. Ja, klar, aber wenn ich denen dann sage, ist Ihnen eigentlich klar, dass damit der sozialbedürftig ist, die gleiche Miete zahlt wie der gut verdienende Generaldirektor oder der gut verdienende Akademiker. Nein, das kann nicht sein. Die Leute sagen dann immer, naja, das ist ungerecht. Dann sage ich denen immer, sehen Sie, aber genau das schreibt der Mietendeckel vor. Und der Mietendeckel nimmt auch die gleiche Quadratmeter Miete für eine Wohnung in Grunewald mit Blick aufs Wasser oder in Marzahn mit Blick aufs Gewerbegebiet. Und auch das kann sicherlich nicht richtig sein. Ja, und was ist die Antwort denn Ihrer Wählerinnen und Wähler, die zum Kaffee in ihr Büro kommen? Die erkennen dann, wenn man ihnen diese Details nennt, dass der Mietendeckel eigentlich so nicht richtig sein kann. Und wenn ich dann auch längere Zeit mit ihnen drüber rede und sage, dieser Mietendeckel verhindert zum Beispiel auch Sanierungen in Häusern, auch Modernisierungen in Häusern, weil man darf ja nicht immer von dem großen Unternehmen ausgehen, was vielleicht 10.000 oder 15.000 Wohnungen hat. Sie müssen ja auch mal davon ausgehen, dass jemand ein Mietshaus hat mit zum Beispiel 10 Einheiten. Und wenn der da eben keine vernünftige Miete mehr bekommt, dann wird er in das Haus auch nichts reinstecken. Und wie die Häuser denn nach 5 oder 10 oder 15 Jahren aussehen, das glaube ich, können wir beide aus der Erinnerung uns auch noch ausmalen. Ja, aber schöne Bilder von uns, von den wunderbaren grauen und schwarzen Häusern. Genau. In der DDR. Das vergessen leider immer so viele so furchtbar schnell. Ja, heute sehen sie ja auch bunt aus. Jetzt ja, genau. Wie ist denn der zeitliche Ablauf beim Verfassungsgericht?
Wissen Sie das? Können Sie das einschätzen? Nein, das kann man nicht einschätzen, weil das Gericht ist ja in sich souverän und entscheidet selbst, wann was auch entscheidungsreif ist. Also es ist ja auch keine ganz einfache Entscheidung, die da zu treffen ist. Ich gehe mal davon aus, dass diese Entscheidung im kommenden Jahr fällt. Kommen wir mal zur Corona-Krise. Das hat ja was auch mit dem Bund zu tun. Ich habe persönlich den Eindruck, dass diese Krise sich nicht abschwächt, sondern dabei ist, sich noch zu verstärken. Wenn man jetzt diskutiert, private Feiern sollen verboten werden, gestern Schlagzeile in der FAZ, glaube ich, war das, in der Sonntagszeitung der FAZ, müssen wir da wirklich zu diesen Mitteln greifen? Was ist Ihr Eindruck? Wir nehmen leider im Moment wahr, dass die Zahlen wieder steigen. Zum Beispiel, auch wenn Sie nach Frankreich schauen, sind die Zahlen in den letzten Tagen erheblich angestiegen. Wir nehmen wahr, dass wir hohe Fallzahlen in Spanien, in Kroatien haben. Jetzt nach dem Rückkehr aus Urlaubsländern bringen natürlich Mallorca viele, gesperrt. Ja, bringen viele die Infektion mit. Genau, ja. So, und wenn Sie dann sehen, dass wir große Veranstaltungen wie das Münchner Oktoberfest abgesagt haben, wenn Sie sehen, dass die Grüne Woche im kommenden Januar ohne Besucherinnen und Besucher stattfindet, dann sehen Sie natürlich die ganze Dramatik, und wir werden auch überlegen müssen, wenn die Fallzahlen weiter hochgehen, was man für weitere Schritte unternehmen kann. Wir überlegen ja gerade, inwieweit auch eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz vielleicht Sinn machen könnte. Auf jeden Fall muss Folgendes aus meiner Sicht dringend vermieden werden, nämlich ein zweiter Lockdown, weil zum einen ist es wirtschaftlich ganz schwer, den nochmal zu verkraften, und zum anderen irgendwann akzeptieren die Menschen es auch nicht mehr. Weil wenn sozusagen Sie nochmal das gesamte gesellschaftliche Leben für einen Monat oder für 6 Wochen runterfahren, dann hat das natürlich dramatische Folgen, und das muss dringend vermieden werden. Wie wird das denn intern in der CDU diskutiert, wenn es überhaupt diskutiert wird? Wir laufen dann ja nächstes Jahr als Wahljahr mit den neuen Beschränkungen, wenn sie so kommen, wenn sie möglicherweise so kommen, wie Sie sie gerade skizziert haben. Dann wird auch im Wahlkampf das Corona-Thema das allbeherrschende sein. Und das genau will überhaupt niemand, weil dafür wird dann jeder verantwortlich gemacht, ob in der CDU oder SPD oder sonst wie. Ihr sperrt uns ein. Ja, schauen Sie mal, eine Epidemie kann man sich nicht aussuchen. Ich glaube, unser Land ist bisher in der Frage sehr klug vorgegangen. Bei uns sind die Zahlen Gott sei Dank wirklich übersichtlich gewesen. Wir haben auch von der ganzen medizinischen Versorgung sinnvoll darauf reagiert. Und wenn ich schaue, dass es natürlich auch immer mehr Menschen gibt, die sagen, ach, das eigentlich ist das doch gar nichts wirklich. Und am kommenden Wochenende wollen ja wieder 10.000 demonstrieren. Dann muss man das schon ernst nehmen. Aber ich sage den Leuten auch immer gerne, wenn ihr sagt, ihr schränkt unsere Freiheit ein, dann schaut mal, was in anderen europäischen Ländern stattgefunden hat. In Polen durften sie nicht mal mehr in den Wald gehen, ja. In Spanien nicht mal mehr in Grünanlagen. Ja, nicht mal aus dem Haus. Genau, sie ja, in so. Das nimmt man bei uns immer alles gar nicht wahr, dass bei uns die Einschränkungen verhältnismäßig mild waren. Und ich sage mal, wenn Leute sagen, ihr schränkt uns in der Freiheit ein, weil wir eine Maske tragen müssen oder so, also dann bin ich jetzt wieder beim Thema Belarus, dann sollten die Menschen mal schauen, was es wirklich heißt, in der Freiheit eingeschränkt zu sein. Oder wir können gern mal in den Iran schauen oder nach Hongkong, oder mir fallen noch ganz viele andere Länder der Welt ein, wo es wirklich Freiheitsbeschränkungen und Diktatur gibt. So, und deshalb finde ich, sollten die Leute bei ihrer ganzen Kritik, die man durchaus äußern kann, sollte man aber auch immer aufpassen, dass man nicht aus dem Rahmen fällt und dass man die Verhältnisse nicht auf den Kopf stellt. Ich will noch mal auf ein anderes politisches Thema kommen. Also, wie gesagt, der Bundestag kommt in 2 Wochen wieder zusammen. Der Bundesfinanzminister, Spitzenkandidat der SPD, Olaf Scholz, redet jetzt immer davon, dass die als vorübergehend deklarierten Maßnahmen der Schuldenaufnahme doch so weiter gelten könnten. Großes Interview am Wochenende in den Zeitungen. Das kann doch nicht im Sinne eines vernünftigen Haushälters sein, dass wir jetzt plötzlich die Politik nur auf Schulden machen. Nein, aufbauen. Das wird es auch mit der Union nicht geben. Sie wissen, CDU und CSU haben immer dafür gesorgt, dass es in den letzten Jahren einen ausgeglichenen Haushalt, die sogenannte schwarze Null gab. Weil wir gesagt haben, wir können es kommenden Generationen nicht zumuten, dass wir heute so viel Schulden machen, dass die später damit nicht mehr klarkommen und nicht wissen, wie sie unsere Schulden, die wir aufgenommen haben, zurückzahlen und die Zinsen bedienen sollen.
Wir haben jetzt in diesem Jahr eine Ausnahmesituation gemacht, weil durch die Epidemie die Situation so war, dass wir reagieren mussten. Es war kein normales Haushaltsjahr. Aber wir sollten uns an die süße Gift des Schuldenmachens jetzt nicht dauerhaft gewöhnen. Bei Scholz klingt das völlig anders. Ja, der ist ja auch in der anderen Partei. Das ist eben der Unterschied. Also wenn die Leute mich manchmal fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen euch und denen, dann ist die Frage, wer solide Staatsfinanzen haben will, der muss eben CDU, CSU wählen. Eine ganz klare Antwort. Ja. Aber offenbar hören das viele nicht. Der Scholz hat so eine Gabe, habe ich das Gefühl, das ist so wie so ein bisschen wenige Tropfen, aber die immer stetig eintröpfeln in den Tee. Dass die Leute am Ende denken, ist doch normal, dass wir Schulden machen. Staat kann doch nicht pleite gehen. Richtig, das glauben viele. Staaten sind aber schon pleite gegangen. Die Situation, dass wir im Moment in dieser Corona-Krise uns verschulden konnten, ist ja auch darauf zurückzuführen, dass wir in den letzten Jahren so solide gewirtschaftet haben. Das internationale Rating Deutschlands, also das, wofür wir sozusagen Kredite bekommen und Zinsen zahlen müssen. Zu günstigeren Zinsen als die anderen. Hat sich eben dadurch nicht verschlechtert. Anders als bei anderen Ländern, wo die Geldgeber eben sagen, naja, ob ich dort mein Geld zurücksehe, weiß ich nicht. Deshalb muss ich einen hohen Risikoaufschlag nehmen und hohe Zinsen verlangen. Das ist bei uns noch nicht der Fall. Und ich finde, wir sollten alles tun, dass sich das auch gar nicht verändert. Weil wenn Deutschland nicht mehr als wirtschaftlich und finanziell solide angesehen wird, hat die ganze Europäische Union auch ein Problem. Wenn alle so deutlich reden würden wie Sie, dann hätte ich heute in den Zeitungen gelesen, das, was Scholz da ankündigt, das darf unter gar keinen Umständen eintreten. Aber ich höre diese Stimme nicht aus der CDU. Ich habe manchmal den Eindruck, die Bundeskanzlerin sagt, mach mal. Nein, die Bundeskanzlerin sagt nicht, mach mal. Aber wir haben auch gelernt, dass man auf einen Koalitionspartner, der in Meinungsumfragen zwischen 14% und 16% ist, jetzt nicht jeden Tag draufschlägt. Sie wissen, wie schwierig das ist. Sonst haut er noch ab. Ja, Sie wissen, wie schwierig das ist, diese Koalition beieinander zu halten. Und dass jetzt mal seit 4-5 Wochen die Sozialdemokraten nicht über das Ende der großen Koalition reden, finde ich angenehm. Und nun sollten wir auch nicht gleich wieder draufhauen. Nochmal, ich finde, es ist wichtig, dass wir die nächsten Monate noch Sachpolitik machen. Lassen Sie uns einen kurzen, knackigen Wahlkampf ab Juni 2021 führen. Aber jetzt nicht die nächsten 10 Monate ständig in Wahlkampfgetöse verfallen. Das hilft dem Land gar nicht. Naja, der Wahlkampf wird sich ja verändern. Ich habe es eben schon gesagt, wenn ab Januar der Kandidat der CDU feststeht, dann werden die Umfragen vielleicht sich verändern und die Union runtergehen, die SPD vielleicht drauf. Vielleicht geht auch der Wert der Union hoch, Herr Dr. Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Schauen Sie mal, wenn ich und die Frage heißt denn, unter welchem Kandidaten würden denn die Zahlen der Union hochgehen? Also mal ganz ehrlich, wenn ich hier Anfang Januar gesessen hätte und ich hätte Ihnen gesagt, oh, ich glaube, die Union könnte im Mai, Juni bei knapp 40% stehen, hätten Sie mich gefragt, was ich getrunken habe. So, also Sie sehen, wie schnell die Situation ist. Ich habe von unserem Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus gelernt, der Wähler ist ein scheues Reh, man kann ihn schnell verschrecken. Insofern sollte man auch immer mit der Politik, die man betreibt, vorsichtig sein. Und die jetzigen Umfragewerte sind sicherlich noch keine Wahlergebnisse. Dafür müssen wir noch eine Menge tun, um ein anständiges Ergebnis einzufahren. Ja, und dieses Thema der Schulden, das wird doch mit Sicherheit eine Rolle spielen. Na klar wird das eine Rolle spielen, weil wir eben sagen, Staatsverschuldung ist nichts, was wir auf Dauer wieder einführen wollen. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, und das soll auch so bleiben, denn wenn Sie selber Schulden machen, beim Staat ist das nicht anders. Ja, wenn Sie hohe Kredite aufnehmen, einen nach dem anderen, dann können Sie sich irgendwann kein Brot mehr kaufen. Und dann müssen Sie sich entscheiden, Benzin für das teure Auto auf Kredit oder Brot für die Kinder ohne Kredit. Habe ich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber im Kern ist das so. Ja, ich bedanke mich bei Klaus-Dieter Göller und wir werden uns vom Wahlkampf und vor den Umfragen im Januar noch mindestens 2-mal hier sehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wollen wir mal sehen, wer dann bei Ihnen Kandidat geworden ist und was in Berlin passiert und gegen wen Sie denn antreten. Das wird sich alles in den nächsten Wochen klären. Vielen Dank auch, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche, wie immer, 2015 aus dem Bundestag. Bis dahin, danke und tschüss.